Ja, herzlich willkommen zum Podigy Premium Workshop. Das war so ein bisschen angeteasert als Podigy Premium als Spendenmodell. Aber erstmal die Frage, wie viele von hier kennen Podigy generell schon, haben damit schon mal gearbeitet? Genau. Also ganz kurz, Podigy ist ein Podcast-Hosting-Dienstleister. Wir bieten einfach so eine Voll-Service-Lösung für Podcast-Hosting. Ihr kommt zu uns, ihr bekommt bei uns ein schönes Interface und könnt dann euren Podcast bei uns veröffentlichen. Das ist so die Grundidee. Und das sieht dann so im Backend aus. Und was wir jetzt in Zukunft anbieten wollen, ist Podigy Premium, also eine Möglichkeit, Geld mit dem Podcast zu verdienen. Im ersten Schritt wird das erstmal ein reines Bezahlmodell sein, also dass man quasi einen Podcast nur gegen Geld abonnieren kann. Also ich habe hier einen Podcast und ihr könnt für einen gewissen Zeitraum gegen eine gewisse Gebühr das abonnieren. Das könnt ihr frei wählen. Das zeige ich auch gleich nochmal am Beispiel. Und dann bekommt ihr halt einen geschützten RSS-Feed, den ihr dann ganz normal in euren RSS-Podcatcher einfügen könnt. Und dann könnt ihr den Podcast ganz normal hören, solange ihr halt dafür bezahlt. Und in einer zweiten Version dann soll das auch möglich sein für Spenden. Also dass der Podcast nicht unbedingt geschützt sein muss, sondern auch ein ganz normal öffentlicher Podcast dieses Abo-Modell anbieten kann und dann einfach sagen kann, okay, wenn ihr mich über Spenden unterstützen wollt, könnt ihr hier sozusagen ein Spendenabo abschließen und dann könnt ihr den Podcast ganz normal weiterhören, aber dann unterstützt ihr mich halt mit ein bisschen Geld und mein Podcast-Projekt. Ich habe hier mal einen Test-Podcast angelegt, um zu zeigen, wie das dann aussieht. Das ist das ganz normale Podcast-Interface. Hier sind die Episoden. Hier kann man so ein bisschen Metadaten eingeben. Und was jetzt für Podigy Premium wichtig ist, ist halt dieser Bereich hier. Hier kann man einen Podcast schützen und dann auch verwalten. Das ist auch, dieses Schützen-Feature gibt es bei uns schon länger. Das ist auch für firmeninterne Podcasts relevant, also für Podcasts einfach, die eine begrenzte HörerInnenzahl haben sollen oder wo man kontrollieren will, wer das hören will. Und dann kann man hier, könnte man hier, wenn das jetzt ein normaler geschützter Podcast wäre, einfach HörerInnen mit Username und Passwort hinzufügen, denen dann die Login-Daten geben und dann können sie sich ihren eigenen geschützten Feed holen. Und was Podigy Premium macht, ist einfach auf diesem System aufsetzen und das Ganze dann gegen Geld verkaufbar machen. Das ist jetzt das Premium-Interface und dann legt man sich sozusagen dieses Premium-Projekt an. Kann man auch benennen, wie man will. Gibt es die ganz normalen Metadaten, kann auch ein bisschen die Seite designen und das Ganze sieht dann so aus. Genau. Das ist dann quasi so die Seite, die man dann verlinkt und sagt, hier könnt ihr mich unterstützen, beziehungsweise hier könnt ihr das Abo für meinen Podcast kaufen. Und ich logge mich mal kurz aus. Ich habe ja schon Test-User angelegt. Genau, dann kann man hier sagen, Podcast unterstützen. Man kann auch mehrere Podcasts in einem Abo-Paket zusammenschnüren. Also man sagt, man legt sich erst die Podcasts an und sagt, okay, ich habe jetzt einen Podcast oder ich habe zwei Podcasts oder drei Podcasts und ich möchte halt irgendwie ein Sammelabo für alle meine Podcast-Projekte verkaufen oder ein Sammelspendenabo einrichten. Dann kann man sich halt die Podcasts frei auswählen und dann sieht man hier, okay, in diesem Podcast sind diese enthalten. Und das ist zum Beispiel hier mein toller Podcast, irgendwie jetzt einfach das Testprojekt. Man kann auch Beispielepisoden anlegen, sagen, okay, diese eine Episode wäre dann frei zugänglich für Leute, die einfach wissen, was in einem Podcast passiert. Das ist jetzt halt für geschützte Podcasts relevant und kann dann sagen, okay, diese Folge ist halt besonders aussagekräftig und das ist sozusagen die Testepisode, um zu sehen, ob das sich lohnt zu abonnieren. Kann dann hier sich Pakete anlegen. Der Bereich ist in gewissem Maßen frei wählbar. Man hat hier 30 Tage, 60 Tage und 120 Tage. Und dann kann man dafür einen Preis festlegen. 1 Euro, 2 Euro oder auch höheren Preis, wenn man denkt, das ist mehr wert, dann auch im dreistelligen Bereich natürlich geht alles. Muss ich kurz nochmal auf das andere Tab wechseln. Im Backend sieht das dann so aus, dass man hier die Angebote hat. Kann sich dann so bestimmte Angebotspakete zusammenstellen, bestimmte Beschreibungen und hier kann man halt auswählen, welche Laufzeiten die haben soll. Haben wir halt jetzt bis ein Jahr, dass man auch Jahresabos verkaufen kann
Und hier legt man den Preis in Euros fest. Und hier kann man dann auswählen, welche Podcasts in dem Paket enthalten sind. Hier hat man dann so eine kleine Übersicht, welche Abos man schon verkauft hat. Es sind jetzt zweimal quasi meine Testeinkäufe. Und man kann auch Promocodes vergeben. Also wenn man sagt, bei geschützten Podcasts oder bei Bezahl-Podcasts, ich will Leuten irgendwie einen Testzugang geben, irgendwie, keine Ahnung, die klassische Pressemappe oder so, dann sagt, okay, hier ein Journalist will über das Projekt berichten, kann man den Promocode geben oder Friends und Family und der hat dann eine gewisse Gültigkeit und man kann ihn dann für gewisse Pakete generieren. Also es ist kein Rabattcode, sondern einfach so ein Zeitcode, dass man halt für eine gewisse Tagesanzahl kostenlos das Paket abonnieren kann. Genau, hier noch ein bisschen Verwaltungskram. Hier kann man, was natürlich das Wichtigste ist, eine Kontonummer angeben, wo dann das Geld hin ausgezahlt werden soll. Und genau, und im, ich zeige das nochmal kurz, wie das im dann für die Nutzer aussieht. Dann sagt man, man loggt sich hier ein. Nee, das war jetzt falsch. Das war der falsche Button. So, genau. Man klickt einfach auf Projekt unterstützen. Wird man gefragt, hat man schon ein Podigy Premium-Konto oder nicht? Wenn man noch keins hat, kann man sich hier eins anlegen ganz schnell. Also ich sage jetzt hier mal Max Muster, meine E-Mail-Adresse. Was war's? Das ist drei. So, und dann klickt man auf jetzt Konto erstellen. Und dann sollte man eingeloggt sein. So. Hat das jetzt geklappt? Vorher im Test hat es noch geklappt. Irgendwie hat das jetzt nicht funktioniert. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich hoffe mal nicht. Ja, jetzt hat es geklappt, sehr schön. Und wenn man dann eingeloggt ist, kann man sich hier eine Kreditkarte eingeben. Zurzeit gehen nur Kreditkarten. Wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft auch PayPal und die ganzen anderen klassischen Zahlungsprovider unterstützen können. Aber in der ersten Version wird es jetzt nur mal mit PayPal gehen. Dann macht man, Kreditkarte, sorry. So, speichern. Genau, und dann hat man die Kreditkarte hinterlegt. Hier kann man sich das Paket auswählen. Sag ich mal hier auswählen. Muss man die RGBs natürlich annehmen und auch natürlich lesen. Und dann sollte das jetzt funktionieren. Und man kann jetzt hier zum Projekt gehen. Genau, und dann wird halt quasi hier in den enthaltenen Podcast erscheint dann dieser Button zum Podcast. Und das ist dann eine ganz normale Podigy-Blogseite, wo man dann, sich dann den Podcast anhören kann. Warum tut sie bloß sowas? Ich verstehe doch nicht. Pfui, pfui, wieso denn bloß? Genau. Und das war's. Und genau, das wird jetzt erstmal in der ersten Version halt, wie gesagt, nur für geschützte Podcasts sein, also dass man sagt, okay, ich will meinen Podcast gegen Geld verkaufen, kann auch so Modelle fahren wie zeitexklusive Sachen, dass man sagt, ich habe jetzt einen Podcast, der ist immer exklusiv und der erscheint 1 bis 2 Wochen früher und dann hat man den gleichen Podcast nochmal frei und da kommen dann alle Wochen später oder Monate später dann die Folgen auch nochmal in den freien Feed. Solche Modelle gibt es ja durchaus auch und es gibt dann auch sehr einfache Cloning-Features, also dass man die Episoden dann nicht nochmal neu anlegen muss, sondern einfach die bestehenden geschützten Episoden in den freien Feed reinkopieren kann. Also solche Modelle wären theoretisch auch möglich und dann in der nächsten Version weiß ich noch gar nicht, also irgendwie, Matti hat gesagt, ich soll nicht zu viel versprechen. Im Verlauf des Jahres hoffentlich wird es dann auch die Möglichkeit geben, dass man das dann auch für Spenden machen kann. Also das funktioniert dann im Grunde genau gleich, nur dass man den Podcast nicht am Anfang schützen muss, sondern das ist dann ein frei verfügbarer Feed und man sagt dann, okay, ich möchte auch hier Abos anbieten und genau, das war's dann. Ich sehe, kommt schon die erste Frage. Ja, gibt es noch so Zahlungsdienstleister und wird es dann
Sprich weitergeleitet. Also wie funktioniert das genau? Also man hinterlegt die Kreditkarte jetzt als Kunde und zahlt damit wen genau? Genau. Vielleicht sagst du einfach die Frage nochmal für die Aufzeichnung. Okay. Warte, ich muss noch. Geht's? Ja, perfekt. Also, wie war meine Frage? Also aus Kundensicht hinterlegt man die Kreditkartendaten. Mhm. Wen zahlt man da genau und wie wird das dann weitergeleitet an den Creator und Anführungszeichen? Also wir verwenden dafür Stripe. Also das ist auch schon das, was, wenn man Podigy als Podcaster oder Podcasterin benutzt, hinterlegt man auch Zahlungsdaten und das geht dann auch alles über Stripe. Und das ist im Grunde das gleiche System aus der anderen Richtung, dass über Stripe dann die ganzen Zahlungsvorgänge tatsächlich abgewickelt werden und dann wird das auf das Konto quasi, das Premium-Konto des Podcasters gut geschrieben, nachdem halt alle Prozente abgezogen wurden für die Servicegebühr. Mhm. Und dann kann man sich das quasi auszahlen auf die hinterlegte IBAN-Adresse. Geht das auch international? Also ging es auch für ein österreichisches Konto? Oder ist das auf Deutschland beschränkt? Weil das ist wir starten in Deutschland, aber das ist schon das Ziel. Ja. Okay. Ja. Also die erste Version wird noch manche Features nicht beinhalten, die man jetzt sagt, okay, die gehören eigentlich schon dazu. Wir werden jetzt erstmal das Projekt so releasen, dass es hier in Deutschland funktioniert und dann auch erstmal natürlich das zum Laufen kriegen. Und wenn das dann öffentlich ist und sich ein bisschen warm gelaufen hat sozusagen, dann wollen wir auch so Sachen wie internationales Zahlungsverkehr damit handeln und natürlich auch andere Zahlungsanbieter einbinden. Okay, danke. Ich hätte ein paar furchtbare Wörter reinzuwerfen. Das ist Rechnungslegungspflicht, Mehrwertsteuer und Mehrwertsteuer One-Stop-Shop. Wie sieht es in die Richtung aus? Also kriegt der Kunde de facto dann eine Rechnung oder ist er überhaupt ein Kunde? Wie schaut das dann mit dem Vertrag aus, der da entsteht? Das ist eine gute Frage. Dahingehend wurde ich nicht gebrieft. Ist das? Genau, also das funktioniert so, dass es gibt ja mehrere Parteien im Spiel hier. Also Podigy ist quasi nur Schnittstelle zwischen kaufenden und verkaufenden Personen. Im Endeffekt ist es so, dass natürlich beim Verkauf eine Rechnung gestellt wird. Da steht Umsatzsteuer, alles drauf. Dann werden quasi die entsprechenden Gebühren abgezogen und dann wird so eine Art Reverse-Rechnung gestellt. Das heißt, wir stellen natürlich, bei der Auszahlung wissen wir ja, wie viel jetzt im Endeffekt dann übrig ist, weil wir das halt im System haben. Und das ist halt so eine Art, als ob wir uns selber eine Rechnung ausstellen würden. Ne? Das ist für die buchhalterische Sache. Das heißt, am Ende steht ja Umsatzsteuer auf der Entrechnung auch drauf. Wenn, also wahrscheinlich im Fall von Österreich dann nicht. Wenn es zwischen Firmen ist zum Beispiel. Weiß nicht, was ist die Frage? Ich habe gemeint, angenommen der Kunde schon drauf, angenommen der Kunde ist aus, also der Hörer oder Hörerin ist aus der Schweiz, dann müssen die den entsprechenden Schweizer Mehrwertsteuersatz zahlen. Schweizer Drittland. Okay. Also diese Themen, genau deswegen starten wir zuerst in Deutschland. Auch. Okay. Das heißt, auch die Kunden, auch die Hörerinnen sind beschränkt auf Deutschland zurzeit? Nein, das nicht. Aber das ist ja irrelevant, weil das beim Verkauf steht ja schon auf der Rechnung die richtige Mehrwertsteuer. Also wenn jetzt angenommen, da gibt es halt mehrere Fälle. Also ne, in Deutschland an deutsche Kunden, dann ist 19% in dem Fall. Wenn aber in Deutschland und an Schweizer verkauft wird, dann 0%, weil Drittland. Und dann gibt es noch die EU-Watt-Moss. Dingsbums-Regelung, wo es halt verschiedene Steuersätze gibt, wenn es Privatpersonen sind oder halt Reverse Charge, wenn es Firmen sind. Also das ist schon ein bisschen komplex. Zum Glück nimmt uns da an der Stelle Stripe und wir haben ein anderes Tool noch, Quaderno, ziemlich viel ab. Also da müssen wir nicht jede Regel selber irgendwie eintippen. Die ändern sich ja auch ständig. Bei der Auszahlung ist es ein bisschen komplizierter dann. Deswegen lassen wir es für später erst. Ich habe auch eine Frage. Kann man in dem Interface, wo ich einstellen konnte, hier 30 Tage, 60 Tage und so, könnte ich da auch eingeben, der erste Monat ist 0 Euro? Also damit ich einen kostenlosen Testmonat anbieten kann? Geht es?
Das wäre ein gutes Feature. Wir nehmen es auf. Ja, also was du halt machen kannst, ist halt das mit den Promocodes. Aber das wandelt sich nicht automatisch in ein Abo um. Also ist nicht wie bei Streaming-Plattformen oder sowas. Noch Fragen? Ich hoffe, ich hab das Prinzip gut erklärt. Es ist sehr viele Einstellungen, die man hier schnell durchklicken muss oder die ich hier schnell durchgeklickt habe. Aber im Endeffekt sieht es dann doch sehr übersichtlich aus der Kundensicht oder der Kundinnensicht. Und ja, ich hoffe, dass ihr da, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hoffe einfach, dass ihr damit was anfangen konntet und dass ihr da einen schönen Einblick hattet. Kannst du noch mal kurz zeigen, ja. Du bist ja jetzt gerade als Kunde da. Ich bin jetzt als richtig? Kunde, genau. Und du hast jetzt schon ein Abo abgeschlossen von diesem Podcast. Ich habe ein Abo abgeschlossen, ja. Man kann jetzt hier auf Abo ja, Nummer verlängern. Aber wie kriege ich den jetzt in meinen Podcatcher? Du gehst hier zum Podcast und das ist ja ein ganz normaler Podcast hier. Und dann drücke ich den Abonnieren-Button. Dann hast du hier Abonnieren-Button und dann ist das hier dieser RSS-Feed, das ist ja ein ganz normaler RSS-Feed bis zu dem Teil, wo es hier mit Auth anfängt. Mhm. Und dieser Auth-Token, das ist quasi der Token, der dich als zahlende Kundin verifiziert. Und wenn du halt dein Abonnement nicht verlängerst und das auch abgelaufen ist, dann wird dieser spezielle RSS-Feed ungültig. Okay, jetzt noch eine vielleicht sehr spezielle Frage. Kann ich als Podcasterin kündigen, also den Hörenden kündigen oder können nur die Hörenden ihr Abo kündigen? Also wenn ich nicht möchte, dass noch jemand diesen Podcast hören kann, der dafür bezahlt hat, dass ich ihm sein Geld zurückerstatte, aber ich will nicht, dass er es weiter hören kann. Also Rückerstattung ist eine komplizierte Sache, oder? Also ich sag mal so, wahrscheinlich, also ich kann mir jetzt aktuell keinen guten Grund vorstellen, warum man sofort jemand aussperren würde, außer man hat nicht bezahlt, weil, warum? Aber im Zweifel kann man das per E-Mail mit uns erstmal regeln, wenn es da so ist. Da müssen wir halt, aber ein guter Punkt, weil da müssen wir wahrscheinlich nochmal in unseren AGBs mal schauen, wie das so gehandelt wird. Also du willst im Grunde, willst du Leute von vornherein ausschließen oder was ist so der Hintergedanke dabei? Naja, mein Hintergedanke ist, wenn ich rausfinde, dass das Nazis sind zum Beispiel und ich will nicht, dass die meinen Podcast hören. Ja, aber kann man ja bei anderen Podcasts auch nicht wirklich verhindern. Aber, ja, aber das könnte ja ein Weg sein. Ja. Ich habe ja gesagt, das ist eine spezielle Frage. Mir ist gerade beim drüber nachdenken nochmal ein Punkt eingefallen wegen dem Rechnungsstellung, wenn du sagst, da ist Umsatzsteuer drauf. Wer stellt denn die Rechnung? Ihr oder der Podcaster? In beiden Fällen wir. Okay. Vielleicht noch zum Hintergrund meiner Frage, weil wir zum Beispiel sind als Kleingewerbe, ich bin nicht verpflichtet, Umsatzsteuer auszuweisen, deswegen würde ich da nicht wollen, dass da sowas draufsteht, weil ich habe keinen Bock auf Umsatzsteuervoranmeldung, das ist scheiße. Mhm. Ja, also das, genau, die Idee ist ja im Endeffekt bei der Auszahlung, ist es dann relevant, was das für eine Rechtsform ist oder ob das jetzt Privatperson ist. Am Anfang gehen wir auch erstmal nur an Gewerbe mit Vorsteuerpflicht quasi. Aber auch da müssen wir schauen, ob dass wir da, ne, nach und nach diese Gruppe erweitern. Und Welches Commitment gehen eigentlich die Podcasterinnen dann ein? Was ist, wenn die dann nicht delivern? Die Hörerinnen haben gezahlt und beschweren sich dann natürlich berechtigt bei euch, wir haben jetzt gezahlt und wir kriegen da keinen Content. Ja, also das ist so, dass man bezahlt ja nicht für, das ist kein Vertrag, wo drin steht, ich werde dir jetzt 10 Folgen im Monat liefern, sondern das ist halt ein Abo. Und wenn das Abo nicht funktioniert und jemand dann quasi Mist baut, dann klar, müssen wir wahrscheinlich selber schauen, wie wir das handeln können. Inwiefern wir dann noch, also was neuen Content angeht, können wir wenig tun. Was vielleicht noch heikler wäre, da müssen wir uns auch ein paar Gedanken machen, ist so, was, wenn jemand jetzt sagt, nee, ich schließe jetzt den kompletten Account und lösche alle meine Inhalte und Leute haben vielleicht für ein Jahr voraus bezahlt. Das wäre natürlich nicht wünschenswert, aber da müssen wir auch nochmal schauen.
Genau. Mich würde interessieren, ist das Podigy Premium in allen Plänen mit dabei? Habt ihr irgendwie so Indie und ich weiß gar nicht mehr die ganzen anderen Namen? Ja, also wir werden das, wenn es dann öffentlich ist, in Indie anbieten. Ich hoffe, ich sage nicht falsch. Nein, Indie ist korrekt. Wir haben ja dieses Schützen-Feature, haben wir schon länger nur im Business-Account. Und genau, die Idee ist halt einfach dadurch, dass wir an diesem Podigy Premium auch verdienen, ist das dann schon ab dem Indie-Paket mit drin. Okay, danke. Gut. Wenn keine weiteren Fragen sind. Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr da Fragen speziell für euren Anwendungsfall, für euren Podcast oder für eure Idee habt, uns gerne anmailen. Wir sind da immer offen für kreative Ideen, wie man das anwenden kann und ja auch gegebenenfalls irgendwelche Sonderlösungen finden. Genau. Dann, ich wollte noch hinzufügen, bei Interesse gerne bei uns melden. hello@podigy.com oder auf die Homepage gehen und da den Link finden und ja, und wir haben eine Warteliste, das heißt, die Leute, die sich eintragen, haben bessere Chancen, das früher zu kriegen als andere. Gut, dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.